So. Irgendwie ist halt immer noch nicht hoch genug. Ich guck mal, dass ich da noch zwei, drei Bücher drunter lege. Unter meine Kamera. So. Dann nehmen wir mal noch zwei Bücher. Hauen die da drunter. Dann ist das noch ein bisschen höher. So. Das müsste ja eigentlich passen jetzt, oder? Ey, wie weit muss ich denn nach hinten, Alter? Egal, setze ich mich halt so hin, so geht auch. Läuft ab in 14 Stunden und einer Minute. Okay. Und dann werden wir mal eine Runde Rival spielen. Das ist mein Fuß übrigens. Das ist mein Fuß. Und ja, hier Neymar brauchen wir nicht. Wer braucht sowas? Packen wir mal hier wieder die ganz normalen Spieler rein, ja. Aber ich lass mal, obwohl. Jetzt die Frage, Sabitzer oder Bruma am Anfang spielen lassen? Ich spiele einfach so. Das wird schon schief gehen. Was ist hier los? Ein Zuschauer? Also normalerweise sind nach 2 Minuten immer 10 Stück am Start. Was ist denn hier los? Hallo? Ausgestorben. Was ist das? Ja, genau. Er hat direkt. Was sind da? Wants to watch, ne? 1, 2, 3, 4 Stück da. 5. Übertreib halt seine Lage, ey. Komisch, normalerweise sehe ich nach paar Sekunden immer mehrere Kommentare und viele Zuschauer. Oh. Ich mache mal direkt Pause hier, weil das ist viel zu laut. Und der hört mich, aber das ist mir jetzt mal einfach egal. So will der Gastgeber heute starten. Schauen wir auf Ihre taktische Ausrichtung heute. Sie spielen im 4-3-3. Thiago! Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Junge, Jetzt was ist ist Platz für los? den Kopfball. Normalerweise, wie gesagt, sind hier echt immer mehrere im Mahrez. Chat. Keine Ahnung, was da jetzt los ist. Ob irgendwie YouTube da keine Benachrichtigung Unglaublich, was losgeschickt hier hat wieder oder wie, los ist, hä? Buschi. Das ist so beeindruckend Boah, ich muss heute. Die unbedingt Leute meinen strömen ins Sound Stadion. Das ist leiser ja nicht nur machen. hier so, das ist überall auf der Welt so. Der Fußball erlebt einen Jetzt. Bah! So. Und ich habe noch keine Kom Schreibt mal bitte Kommentare. Ich sehe keine Kommentare, glaube ich. Oder es hat noch niemand einen Kommentar geschrieben. Ja, auf jeden Fall sehe ich keine Kommentare. Bis jetzt. Ich mach mal auf 2. Oder auf 3. Falls jemand gerade da ist, schreibt mal bitte. und der Ball geht deutlich drüber. Ah, und ich muss meine Kamera natürlich höher platzieren. Das könnte ein spektakuläres Spiel heute werden, Buschi. Und wenn es so kommt, Wolf, Zack, liegt es Junge. natürlich vor Das allem war an sein dem eigener Fehler. herausragenden Ah, Stürmer. als ob das Auch die abseits können war. sein. Sie wissen doch, was das bedeutet. Ey, was ist hier los? Ich sehe keinen einzigen Kommentar. Das kann doch nicht sein. Hochkantig. Nein, der Assistent hatte die Das ist mal Fahne ganz hoch. for real so. Assistent. Erst Wartet. kommt hier kein Arsch rein, 10 Minuten lang. Und Hier jetzt sehe ich vorne. keinen einzigen Kommentar oder was. Obwohl Jeder ich. kennt diese Bewegung und irgendwann wird sie nach ihm benannt. Aber Keine wer? Ahnung. Arjen Robben. Von der Wadi. Klasse Schleipass. Den Ball abgewehrt. Wardy ist krank, Und Alter. Der hat eine festgehalten. Klasse gute Saison gemacht. gespielt gehabt bei Leicester. Wo die Meister wurden, Alter. Krank. Gnabry. Sauber vom Ball getrennt hier. Ey, mal ganz im Ernst. Also ich sehe keine Thomas. Kommentare, keine Ahnung wieso. Und die An die Flanke wird Flanke kacke, könnte das sehe wohl ich ja schon. rankommen. Problemlos hat er hier den Ball. Eieiei, Erfahrene ach du Antwort. Scheiße. Eine Oh, schnelle ich habe Chance, aber Doppelkreis vorbei. gedrückt. Ja, Absolut Jungs und Mädels, tut mir verdient. leid, falls ihr Kommentare schreiben solltet. Jetzt ist er Was mache ich durch. hier eigentlich? Falls ihr Kommentare Diesmal schreiben wird ausgeführt solltet, vor Arjen Robben.
Tut's mir leid, ich lese keine, ich sehe da keine. Alter, als ob der den noch kriegt. Der kleine Pisser, der hat doch gelegen, ey. Wie gesagt, ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass hier jetzt keiner einen Kommentar geschrieben hat. Woran kann das denn bitte liegen? Junge, der Typ ist voll kacke, ja? To the fullest. Und ich führe halt noch nicht, weil ich gerade daran zweifle, dass hier 9 Leute im Chat sind und keiner davon schreibt. Also wenn ich gegen den nicht gewinne, dann werde ich in meiner nächsten JBB-Runde sagen, dass ich schwul bin. Nein, okay, ich nehme das zurück. Oh, Junge, komm, Werner, Junge. Ey, wieso lese ich keine Kommentare hier? Katze, kannst dich wieder hinlegen. Alles gut. Boah, hätte ich seine Ehre genommen, hätte ich den Fallrückzieher gemacht. Also sollte ich jetzt nochmal den Stream neu starten? Den Stream neu starten oder was soll ich hier machen? Haben Sie schon mal versucht, das Gerät an- und auszuschalten? Hier steht auch 0 Kommentare. Ich bin verzweifelt. Na, da wollte ich doch gar nicht hin. Wie kacke bin ich eigentlich gerade? Bin viel zu abgelenkt gerade, weil hier kein einziges Kommentar auftaucht. Toll, da muss ich ja jetzt irgendwas mit mir selber reden. Ja, okay, dann rede ich jetzt hier und erzähle von meinem Tag. Ich bin heute aufgewacht. Auf der Couch habe ich geschlafen, weil mir so ein Wesen, das den Platz im Bett geklaut hat. Und dann war ich beim Arzt, weil ich Rückenschmerzen habe und mich fühle wie ein 90-jähriger Hurensohn. Und habe ein Röntgen bekommen, also mein Rücken wurde geröntgt. Dann wurde mir gesagt, dass ich das ein Bein kürzer ist als das andere von mir. Du kleiner Muttensohn, Mann! Hurensohn, ich hoffe, du stirbst an Ebola, Alter! Ich erzähl gar nicht erst weiter. Oh, kriegst du direkt Herzschmerzen hier, Junge. Auf jeden Fall wurde mein Rücken geröntgt. Hurensohn. Mein Rücken wurde geröntgt und mir wurde gesagt, ein Bein ist kürzer als das andere. Ich habe eine Beckenfehlstellung, bin eigentlich ein kompletter Krüppel. Nee, aber und irgendwas war ausgerenkt, was wieder eingerenkt wurde. Also angeblich, ich hoffe. Es wird auch so sein. Junge, was soll die Scheiße hier? Der hat einen Bastardsohn, sein Vater hat eine Chance. Und ballert mir den rein, der ist so kacke, ne? Bin ich selber schuld, dass ich hier noch kein Tor gemacht habe. Guck mal, was ist das? Wenn ich daraus kein Tor mache, bin ich einfach der größte Hurensohn! Ich sag's ja. Ich bin ein 90-jähriger Hurensohn. Das kann doch nicht sein. Pass auf. Der kommt jetzt nochmal vors Tor und macht ein Tor. Und das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken. Ich hoffe inständig, deine Mutter von Hure verreckt an einem Gummibär, an dem sie sich verschluckt, du kleiner Bastard. Oh, ich bin so salty, weil ich die Kommentare nicht sehe, ne? Ich bin so salty. Ich höre direkt wieder auf zu zocken. Was soll das hier? Wenn ich die Kommentare nicht lesen kann, habe ich gar keinen Bock zu zocken. Was soll das? Hereingabe. Und das klingelt im Kasten. Da war die Flanke entscheidend. Die kam klasse rein. Und das ist einfach ein Weltklasse-Tor. Allerdings die Abnahme. Technisch perfekt. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen in der Höhe. Den muss er besser verteidigen. Und da ist der Ball wieder weg. Kommt jetzt die Flanke. Und Robben. Jetzt Robben mit dem Schuss.
Er versucht mit dem Heber. Jetzt vielleicht. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch. Einfach nur lächerlich. Ohne Mist, das ist einfach nur lächerlich. Was mache ich anders? Was mache ich anders als er? Was mache ich anders? Naby Keita. Oh, ich hoffe einfach, dass der stirbt, ehrlich. Ich hoffe, der stirbt. 3-0, der hat 3 Torschüsse, ne? Ja, 4 jetzt. Ich kann nicht mal Kommentare lesen, ey. Leck mich am Arsch. Klar, es sind noch 45 Minuten zu gehen, aber sie waren so überlegen in der ersten Hälfte. Das müssen du kleiner Luttensohn! Foul doch noch! Wie schlecht bin ich eigentlich, dass ich gegen so einen Lutscher nicht ein Tor machen kann? Sag mal ganz ehrlich. Ha! Der geht eh nicht rein. Da scheitert er an der Mauer. Und jetzt gibt's eine Ecke. Robben mit der Ecke. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Ja, genau. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Ja, ich habe Einstellungen gemacht hier. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich. Oh, ich mache jetzt einfach sehr offensiv. Was soll ich machen? Noch 3 Tore kriegen? Ja, juckt eh nicht. So, pff. Das wird auch der Trainer nicht anders. Ich kann eh nicht mehr gewinnen, außer wenn ich jetzt hier 3-4 Tore mache, Junge. 4. Da viele sind bisher ja nicht gelungen, aber das macht er gut. Und der ist so schlecht. Also ich bin noch schlechter, weil ich halt noch kein Tor gemacht habe. Und er, obwohl er so schlecht ist, gegen mich 3. Ich kann eh nur noch gewinnen, wenn ich ihm 3-4 Tore reinballer. Aber es ist halt möglich. So, der ist halt so kacke, das ist möglich, den zu ficken. Ich konzentriere mich jetzt hier. Wenn ich den jetzt nicht reinmache, ne, dann weiß ich auch nicht. Ich schaffe es ja nicht mal in den Strafraum zu dribbeln. Du kleiner Hurensohn, du bist ein 12-jähriger Bastard, der von seiner Mutter ausgeschissen, vergewaltigt und in einem Reagenzglas gezeugt wurde, du kleiner Nuttensohn. Deine Junkie-Mutter, Alter, die soll sich mal nicht so viel Age spritzen oder Schwanz lutschen, während die schwanger ist, die Hure. Du wurdest nie geliebt als Kind, du wurdest mit dem Kopf vor der Tischkante geschlagen. Richarlison. Ich habe einfach keinen Bock mehr, ohne Mist. Ich mach danach aus. Also ohne Scheiß, Alter. Ich lese hier keine Kommentare. 3-0 gegen einen Nuttensohn. Ich sag sogar noch. Ich wäre aus dem Fenster gesprungen. Komm. Er läuft natürlich vor meinen Spieler. Krasser Ficker. Okay, habe ich auch gemacht. Aber ist ja jetzt egal. Darum geht's ja jetzt gar nicht. Komm, Werner, zeig mal, was du kannst mit deinem 94 Tempo. Nix! 63. Minute, ey. Timo Werner. Marcel Sabitzer. Wie kann er mir den so einfach abnehmen? Sei mal ganz ehrlich, wie kann er einfach so sagen, ja hallo, das ist jetzt mein Ball. Hi. Wadi, klasse Schleifpass. Den Ball spielt er gut. Machst du nicht rein? Und da ist das Tor. Aus der Distanz war es leicht für ihn, das Tor zu machen. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Hurensohn! Hurensohn! Du bist ein Hurensohn! 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 Dein Vater ist ein Hurensohn! Und du bist auch ein Hurensohn! Du bist der Sohn eines Hurensohns! Du bist ein doppelter Hurensohn! Super Pass! Steil gespielt! Hier, rüber! Da! Unehrener! Nein! Oh, aber es ist fast passiert. Was für eine Szene, mächtig unter Druck und das Aluminium rettet sie. Da passt
auch klasse, dass er da rauskommt. Und so kann er den Ball nicht mal. Klasse Aktion. Koman! Kein guter Abschluss hier. Und wieder gibt's eine Ecke. Robben mit der Ecke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr behandelt. Also ich bin hier nach definitiv raus. Da hat schon wieder gereicht. Da hat schon wieder gereicht für mich, ehrlich. Ich mein's ernst. Kleiner Hurensohn von Hurensohn. Ich wette sogar in dem Dorf, in dem der wohnt. Das heißt Hurensohn, das Dorf. Weil da nur Hurensöhne leben. Ich spuck mich schon selber an, Alter. Und das hier gerade echt nicht gespielt oder so. Ne? Ich hoffe einfach, der wird morgen vom Bus überfahren. Pass doch früher, Mann! Das ist doch bestimmt abseits! Oh, wie kacke bin ich eigentlich? Er fühlt sich an Jocker bestimmt noch gut! Das wird die Abwehrspieler richtig motivieren. Sie waren eigentlich. Oh, ich bin so fucking sollte. Ja! Du kannst schön mit L2 passen! Ball ist weg, kommen Sie vielleicht nochmal ran. Meine Körpertemperatur ist 80 Grad, ey. Richarlison. Oh, krasser Pass! Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht, das stimmt eigentlich alles. Ey, tut mir leid für das scheiß Übersteuern hier, ey, aber ich konnte schon von Anfang an keine Kommentare lesen und war abgefuckt hier. Süle ist da. Bei mir schellt schon, Alter. Meine Nachbarn denken bestimmt, ich vergewaltige eine Frau oder so. So, ich bin jetzt ruhig. Ich bin jetzt in Reform. Ja, klar, abseits. Ich hoffe, der hört mich die ganze Zeit, Alter. Der kleine Hurensohn. Rüdiger. Van Arnhold. Van Arnhold. Van Schwanzhold. Er schießt einfach. Er schießt. Ich mach Tackling. Er schießt. Er schießt. Er schießt. Er schießt dich. Mach doch den Einwurf, du kleiner Nuttensohn. Ist das sein Ernst? Ist das sein Ernst? Oh, ich hoffe, du hast einen Disconnect. Fred. Fred. Ja, ja, Fred. Fred in dein Arschloch! Hier, mein Torwart. Ja, ran wir noch! Jetzt haben sie den Ball. Da ist er klar im Ansatz. Ey, ich bin raus, Jungs. Tut mir leid, ey. Hier, das ist ein Fuß. Nuttensohn, er wird sich hundertprozentig gut fühlen. Er wird sich so fühlen. Haha, guck mal, ich bin viel zu gut für die Division. Ich gewinne 5-0. Kleiner Nuttensohn, ey. Du wurdest von deinem Vater geschlagen, du Pisser. Ey, ich brauche eine Kur jetzt. Ich brauche eine Kur jetzt, ehrlich. Ich meine gerade völlig ernst. 24 Schüsse aufs Schüsse! Ich will ja gar nicht sagen, ich habe am Ende auch gethrowt, ne? Weil ich übel geraged bin und meine Nachbarn denken sich, was hat der für einen Autismus, Alter? Ohne Mist. Aber Alter, mich hat noch nie ein Game so getriggert wie dieses Game. Deine Mutters Loch sieht aus. Ach komm, ich gehe offline. Tschüss. Das ist zu viel. Das ist zu viel für mich jetzt. Nee.